Kapitel 10, Punkt 5. Die Vereinigung Gottes mit dem Menschen. Nichts entgeht Allahs Wissen. Nur wer danach handelt, kann als vernünftig gelten. Solche Menschen fühlen seine Anwesenheit zu allen Zeiten. Sorgfältig führen sie ihre Pflichten aus und versuchen dann, die unvermeidlichen Mängel bei der Ausführung von religiösen Pflichten durch eine Menge freiwilliger guter Taten auszugleichen. Diese freiwilligen Taten helfen, die verbindlichen Pflichten zu schützen. Beispielsweise ist es möglich, dass jemand in Zeiten der Schwäche in der Erfüllung seiner religiösen Praxis nachlässt. Jedoch werden wahrscheinlich diejenigen, die zuvor regelmäßig freiwillige Taten geleistet haben, nur diese vernachlässigen, gleichzeitig aber ihre verbindlichen Pflichten aufrechterhalten. Wenn sie jedoch kein Schutzschild an freiwilligen Taten aufzuweisen haben und dann in eine Phase der spirituellen Lethargie geraten, so werden sie wahrscheinlich einige ihrer Pflichten vernachlässigen oder ganz auslassen. Je mehr eine Person ihre verbindlichen Handlungen mit der Leistung von freiwilligen Taten stärkt, desto mehr wird ihr Leben mit der Scharia und dem Willen Allahs übereinstimmen. Allah hat uns diesen Grundsatz über den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith übermittelt. Wahrlich, Allah sagt: Mein Diener nähert sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe, als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegte. Und mein Diener fährt fort, sich mir durch die freiwilligen Gottesdienste zu nähern, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Hören, mit dem er hört, sein Sehen, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er zupackt, sein Fuß, mit dem er schreitet. Wenn er mich um etwas bittet, werde ich es ihm gewiss gewähren. Und wenn er bei mir Zuflucht sucht, werde ich ihm gewiss Zuflucht gewähren. Dieser Wali Allahs wird nur hören, sehen, greifen und nur zu dem gehen, was halal, also erlaubt ist, während er eindeutig alles vermeiden wird, was haram, also verboten ist, wie auch Dinge, die zu haram, also zu unerlaubten führen. Dies ist das einzige wahre Ziel, und nur dem darf man sein Leben widmen. Seine Verwirklichung ist die Perfektionierung der Doppelrolle des Menschen als Diener Allahs zum einen und als Khalifa der Welt zum anderen. Es kann nur erreicht werden durch die im Hadith beschriebene Art und Weise. Zuerst müssen alle zwingenden Pflichten vollständig erfüllt werden. Danach ist es notwendig, die empfohlenen, freiwilligen Taten des Gottesdienstes konsequent und entsprechend der Sunna zu praktizieren. Allah betont diese Tatsache, indem er seinem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, anordnet, den Gläubigen mitzuteilen: Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Denn Allah ist allvergebend, barmherzig. Sura Ali Imran, Vers 31. Deswegen kann man die Liebe Allahs nur erlangen, indem man streng die Anweisungen der Sunna seines Gesandten, Friede und Segen seien auf ihm, befolgt und zugleich alle Neuerungen in religiösen Angelegenheiten vermeidet. Dieses Rezept ist auch im folgenden Hadith zu finden, in dem der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, nach der Überlieferung von Abu Najji sagte: Folgt meiner Sunna und der Sunna der rechtgeleiteten Kalifen. Beißt euch daran fest mit euren Backenzähnen und hütet euch vor Neuerungen, denn wahrlich, diese sind Bid'a und Bid'a ist Irregehen und Irregehen führt zum Höllenfeuer. Einer, der eng diesem Prinzip folgt, wird nur dem zuhören wollen, von dem Allah wünscht, dass er es hört, denn Allah beschreibt die Rechtschaffenen wie folgt: Und die Diener des Allerbarmers sind diejenigen, die sanftmütig auf der Erde schreiten. Und wenn die Unwissenden sie anreden, sprechen sie friedlich zu ihnen. Sura Al-Furqan, Vers 63. An anderer Stelle sagt er im Koran:
Und er hat euch schon in dem Buch herabgesandt, dass, wenn ihr hört, dass die Zeichen Allahs geleugnet und verspottet werden, ihr nicht bei ihnen sitzt, bis sie zu einem anderen Gespräch übergehen. Ihr wäret ja sonst wie sie. Sura An-Nisa, Vers 140. Dadurch, dass jemand nur das hört, von dem Allah wünscht, dass er es hört, wird Allah zu seinem hören. Auf ähnliche Weise wird er sein Sehen, seine Hände und seine Füße. Genau dies ist die korrekte Interpretation des vorhergegangenen Hadiths, in dem Allah sagt, dass er des Menschen hören und sehen, dessen Hände und Füße wird. Leider wurde dieser Hadith von Sufis missinterpretiert, damit diese falsche Interpretation dem Konzept der Vereinigung mit Allah als Stütze dient. Möge Allah es nicht gestatten.